So, Leute. Willkommen zurück zu Pokémon Infinite Fusion. Wir gehen in den Keller. Ist hier in allen Paketen was drin? Ich habe jetzt einfach mal auf das gedrückt. Naja. Nur in dem einen. Bisschen Zink. Also wenn es das jetzt schon war, die zwei Items, dann bin ich traurig. Oh, da liegt was. Was Grünes. Ein Teleporter. Oh, geil. Ich glaube, wir brauchen jetzt keinen Teleport mehr. Entei has been defeated. Drei Kuhn is roaming around Union Cave. Okay. Wie bis Mitternacht. Nee, machen wir heute nicht. Heute nicht. Dann hätten wir zwar Videos für nächste Woche, aber nee. So. Die ganzen Schalter hier scheinen mit nichts verbunden zu sein. Und jetzt sind wir hier im Untergrundgebiet. Die Verkäufer hier sind alle unabhängig. Also kannst du Sachen kaufen, die du sonst nirgendwo finden würdest. Was haben sie denn? Lava-Keks. Okay. Ja, das ist ja alles ganz schön. Aber es interessiert mich alles nicht. Sehr süße Schokolade. Es hält die HP eines Pokémon nur bei 20 Punkten. Kostet aber 4000. Kadabra hat ausgedient. Ja, brauchen wir nicht mehr. Ah, der verkauft Federn. Ach, ist ja cool, dass die die hier eingebaut haben. Das gefällt mir. Nachts ist es ist hier ein ganz anderes. Sind hier ganz andere Läden. Oh, Relic Copper. Hier sind die Relic Sachen. Können wir bestimmt dann echt teuer verkaufen irgendwo bei einem Sammler. Haben wir gerade Tag oder Nacht? Wir haben gerade Tag. Das heißt, nachts ändert sich das Sortiment. Das finde ich eigentlich echt cool gemacht. So, ich muss ja noch in den Blumenladen, ne? Wo war denn der? Ah ja, der Stone Maniac, der mir etwas schenkt. Das hier war der Eingang zum Unter... Nee. Willkommen bei im Pokéball-Workshop. Wir können den Pokéball, in dem ein Pokémon gefangen wurde, tauschen gegen ein anderes. Ach, dass das cooler aussieht. Das finde ich gut. Das finde ich echt cool, dass man dann da so ein bisschen tricksen kann, dass das schön aussieht. Doch, ich mag das. Ah ja, okay, das ist hier Kunst. Oh, die müssen wir uns alle angucken. Jolvester, Ivivester, Vaporvester, Squirtoff. Okay. Bulbataff. Und natürlich Flavester. Das war mal der Fahrradshop. Ja. Zwischen aber nicht mehr. Dubiodisk. Okay, Bills Haus. Interessiert uns jetzt auch relativ wenig. Der Blumenladen war eigentlich recht, oder? Hier wird gespeichert. Das ist ominös. Ah, ein Pokémon ist aus dem Fernseher gesprungen. Ja, ich will aber jetzt gerade unser Geld nicht benutzen. Dass wir da andere Pokébälle dran machen. Das ist ja wirklich bloß, in welchem Pokéball ein Pokémon gefangen wurde.
Das ist ja nichts Wichtiges. So, Rotom wurde gefangen. Sehr schön. War wahrscheinlich noch ein Geheimnis, was wir gerade gefunden haben. Oh, die hat gemeint, der trifft mich in der Kampfarena. Okay. So, jetzt ist Nacht. Jetzt müssten wir eigentlich nochmal in den Untergrund rein. Ah, der verkauft hier die Sachen, wie den Nugget und sowas. Und Diamanten. Okay. Ah, der verkauft die einzelnen Flöten. Okay. Und die verkauft hier irgendwelche Herbs, also Kräuterzeug. Das da ist ein Toppelleber. Ich glaube, davon nehmen wir mal irgendwie mal 20 Stück mit. Ich weiß nicht, ob das immer wieder austauschbar ist. Wo ist die Waschmaschine? Ich glaube nicht. Ein Rotom oder Motor, ja. Hier ist Blumen. Lalala, Pflanzen. Wir brauchen viel Sonnenlicht, um zu wachsen, je nach Pflanze. Da ist ein komischer Baum, der total vertrocknet ist auf Route 36. Unglücklicherweise habe ich meine Shigi-Kanne meiner Schwester in Aerotic City ausgeliehen. Also kann ich ihn nicht wässern. Könntest du sie für mich vielleicht aus Aerotic City holen? Kann ich machen, wenn ich da reinkomme. Oh, wir können gar nicht am Käferturnier war weiter oben. Der Pokémon-Fusionswahnsinn hat auch hier in Johto Fuß gefasst. Guck dir dieses Pokémon an! Ich glaube, das Event war nur einmalig, aber ich weiß es nicht genau. Ich will Raichu jetzt nicht angucken. Was du? Ich werde das süße Mädchen da drüben beeindrucken, indem ich dich besiege. Das ist die richtige Einstellung. Es wirkt irgendwie so, als hätten wir erst hier oben lang gehen sollen. Weil hier sind die Pokémon irgendwie ein bisschen schwächer als auf der Route, wo wir schon waren. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ihr glaubt nicht, wenn man lange Haare hat, wie oft man diese Frage gestellt bekommt. Oh, what the fuck, Mr. Queen. Okay, ich verstehe, was die Frage sollte. Are you a boy or girl? Professor Eich lässt grüßen. Wenn das Pokémon Mr. Queen heißt, dann verstehe ich's. Aber Queen in One Piece war ja auch männlich. Apropos, Hutz, wie weit bist du eigentlich mit One Piece? Ich übe mein Feueratmen. Meine Feueratmung. Oh Gott. Das ist ein Demon Hunter. Demon Slayer. Ich habe den Anime immer noch nicht fertig. Vor allen Dingen, ich bin bei der letzten Folge. Ich muss nur die Folge zu Ende gucken. Obwohl, doch, die habe ich zu Ende geguckt. Stimmt, die habe ich letztes Mal irgendwann angeguckt. Alles gut. Letzte Folge der aktuellen Staffel. So, das Nugget wollte ich mitnehmen. Da komme ich nicht rein. Muss von oben wahrscheinlich hin. Guckt so, wie ich meine Bälle jongliere. Oh nein, der hat jetzt nur sowas.
Deep.Queen ist auch männlich. Wer war Deep.Queen? Team Krypto Kolosseum, oh Gott, weißt du, wie lang das her ist? Mag One Piece nicht. Musst du auch nicht. Jedem das seine. Verstehe auch Kritikpunkte. Ich gehe überall hin, wenn da nur ein Käfer-Pokémon ist. Ja, das ist auf jeden Fall, es ist sowas ähnliches wie ein Käfer-Pokémon. Ich lasse das einfach mal so stehen. Nee, Solarstrahl will ich nicht. So, wie komme ich denn da am dümmsten dran? Er steht halt voll im Weg. Hier ist ein Beleber. Die nächste Fusion erwartet uns. Nidomar. Und hier gibt es noch Schlafrede. Und hier gibt es noch ein Full Heal. Und auf der anderen Seite gibt's nichts. Ja, Kadabra, du hast ausgedient, hast nicht gehört. Okay, hier gibt's Nidorinos und Nidorinas. Das ist gut zu wissen. Und Yanmas. Rodan gibt es scheinbar nur einmal, aber dafür an drei Orten, okay. Also es gibt drei Orte, wo es auftauchen kann, aber man kann es nur einmal fangen. Verstehe ich das richtig? Jetzt mit. Und euch haben wir keine mehr. Frag mich, ob es hier auch wirklich den Käferfangwettbewerb gibt. Der eine hat ja gemeint, er hat sein Pokémon da gefangen. Und ich mochte den tatsächlich. Ich habe da immer teilgenommen. Wenn ich es nicht vergessen habe. Was meistens der Fall war. Aber es tut nicht so. Okay, jetzt steht der Typ richtig. Jetzt komme ich da auch dran. Ich glaube pro Ort einmal. Ah, okay. Bist du nicht sicher? Kann man ja herausfinden, wenn man die anderen Orte finden sollte. EP Max. Weg, Nidorino. Wir werden erwartet. Oh, hallo Wolf. Bist du gekommen, um an den Blumen zu riechen? Die Luft ist so sauber hier. Es lässt einen so lebendig fühlen. Du bist eine Menge gewachsen, seitdem ich dich zuletzt gesehen habe. Und deine Pokémon sind wirklich aufgestiegen.
Meine Pokémon sind auch gewachsen. Wie die Blumen. Ich fühle mich selbstsicher und würde gerne nochmal gegen dich kämpfen. Wenn du nichts dagegen hast. Wir sollten uns wieder in der Arena treffen. Okay, das heißt, ich kann hier die Arena-Leiter alle nochmal treffen und kann dann mit denen nochmal in ihren Arenen kämpfen. Ich verstehe. Fand ihr das Eva-Turnier eine nette Abwechslung zum Safari-Park? Fand ich auch. Seht ihr, Kinder, das ist ein Käfer-Pokémon. Wir machen einen Ausflug zum Nationalpark und lassen die Kinder Käfer-Pokémon sehen. Aber es ist schwer, die Aufmerksamkeit der Kinder auf sie zu ziehen. Ehrlich? Ich hab gedacht, Käfer, damit kriegt man die Kinder. Vielleicht nicht unbedingt so, wie man will, aber man kriegt die Aufmerksamkeit. Und wenn nur ein paar von ihnen schreiend weglaufen. Und wenn es nicht reicht, damit sie schreiend weglaufen, dann haben wir immer noch Mr. Cruel. Bin hergekommen für die Blumen, aber es ist voller ekliger Käfer-Pokémon. Käfer sind wichtig. Ich selber mag keine Käfer. Ich bin selber so jemand, der absolut keine Käfer leiden kann. Also, kleine Käfer... Das sieht gut aus. Also, es sieht jetzt nicht super gut aus, aber auch nicht schlecht. Ich finde es tatsächlich gar nicht schlecht. Ich bin tatsächlich jemand, der keine großen Käfer mag. Überhaupt nicht. Aber an sich sind sie wichtig. Ich möchte ein Käfer-Pokémon werden, wenn ich groß bin. So ein bisschen Ralph aus den Simpsons. Ich bin ein Star Wars. Ach du Scheiße. B-Wack. Das sah ein bisschen aus wie die letzte Digitationsstufe von Fanbimon. Ich hab gerade den Namen vergessen. Vor Schreck. Ich liebe Pokémon. Guck, wie süß das hier ist. Nee, das war ein Transformer. Und das da ist auch nicht süß. Und fusionier dich mit einem. Das stimmt, das wäre eine Möglichkeit, wie sie ein Käfer-Pokémon werden könnte. Ach, Catnip, moin! Was machst du denn hier? Aber schön, dass du da bist. DNA-Digitation, ja. So, wir haben ja unser letztes Pinsir an Ursaring verschwendet. Nehmen wir mit. Ich habe gerade die Schule angefangen, aber ich bin ein Naturtalent im Kämpfen. Ist wahrscheinlich so der Klassenschläger. Tiger Vespermon, ja genau, so in die Richtung. Ich sagte, bei manchen Pokémon fehlen mir einfach die Worte. Mit dir hatte ich gekämpft, oder? Nee. Du musst hart zu deinen Pokémon sein, damit sie so werden wie du. Raisier. Ich weiß nicht, ob der raisiert.
Auch der hat uns rasiert. Komm, Night Dragon übernimmt das. So, wir gehen uns aber mal heilen. Meta-Pi. Komm, das will ich haben. Hatten wir noch nie, das nehmen wir gleich mit. Rasier wurde rasiert, richtig. Rasier. Also die Realserie, da liegt es an dir und Raving, letzte Folge. Nein, ich meine ja der Anime. Und Nutz, die Antwort kam sehr spät. Habe ich am Anfang vom Part gefragt. Und wir sind jetzt leider schon am Ende. Ja, solltest mal weitergucken. Gut, Leute. Aber das war's für diese Aufnahme und das war's auch für diesen Stream. Ich wünsche allen Leuten noch einen schönen Abend. Macht es gut. Die Leute auf YouTube lassen hoffentlich ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt, wie gesagt, einen guten Abend, eine gute Nacht. Macht es gut und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es dann weitergeht mit Pokémon Infinite Fusion. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.